mit Hoffenheims Damenfußballmannschaft. Hinter ihr bleiben, wenn du vor ihr gehst, kann sie nicht gehen. Kapitänin Susanne Hartl hatte so ihre Schwierigkeiten mit Stute Chiara. Und daran hat sich immer noch nichts geändert. Die Profifußballerin soll die Stute auf sich fixieren, aber Chiara reagiert nicht. Ich bewundere immer meine Pferde, die mir genau zeigen, dass nichts dahinter steht. So, jetzt mach dich wach. Wenn nichts geht, muss man die Taktik ändern. Jawohl. Lass die Sau raus. Ich werde immer schlimmer. Bleib hinter ihr. Ja. Mal gut rein. Komm. Nicht aufgeben. Ausdauer, Beharrlichkeit. Das ist genau, was jetzt fehlt. Das klappt nicht auf. Ja, langsam jetzt. Das klappt nicht auf. Langsam mit dem Seil. Weiter! Die motivierenden Zurufe von Pferdecoach Isabel Barnik treiben Susanne an. Und plötzlich erreicht sie durch ihre Körpersprache auch das Pferd. Es braucht Entschlossenheit, um dahin zu kommen. Scheint, als wäre Susanne ein echter Anführertyp. Bleibt zu hoffen, dass sie auch beim Aufstiegsspiel gut funktioniert. Ja, bleib hier stehen, komm! Erzähl mal. Es ist sehr interessant zu sehen, dass man irgendwie schauen muss, dass das Pferd auf einen hört und nicht andersrum. Und erstmal zu wissen oder zu lernen, wie man ein Pferd nehmen muss, dass es halt im Endeffekt das macht, was ich will und nicht andersrum. Du willst auch Tore schießen, ne? Du willst auch. Ja. War interessant, dass ich mir das viel einfacher vorgestellt habe, dich zu coachen. Aber sie hat dir gezeigt, dass wenn etwas nicht läuft, du zumachst und nicht so spontan auf die Idee kommst, wie kann ich das anders hinkriegen. Das ist im Grunde diese Sache, was hier für dich heute wichtig ist. Ne? Es klappt nicht, sagen, ich schaffe das und Strategie ändern. Okay? Gut, mach ich. Ein Pferd als Spiegel der Seele. Der letzte im Ring ist der heißblütige Wallach Casador, genannt Kasi. Der 12-Jährige ist ein eigenwilliger und ziemlich dickköpfiger Wallach. Ja, Kasi ist ein sehr, sehr willensstarkes Pferd. Also der ist sehr spät gelegt worden, das heißt kastriert worden vom Hengst zum Wallach. Hat dadurch noch sehr, sehr viel Hengstverhalten. Ihn muss man überzeugen können, dass er mitgeht. Ich glaube, bis jetzt hat es noch nicht wirklich jemand geschafft. Weil da muss man ganz viel Klarheit, Entschlossenheit haben, Persönlichkeit haben, Charakterstärke. Also bei ihm braucht man wirklich alles von der Leitstute. Ansonsten null Chance. So, das letzte Pferd. Und das wird das interessanteste Pferd. Das ist der Kasi, der Spanier. Das ist unser Macho. Hast noch Glück, der wälzt sich jetzt. Weil seine Spezialität ist, sich zu wälzen, wenn man den bewegen will. Und da muss man alles geben, aber wirklich alles. Jetzt muss Stürmerin Sabine Stoller alles geben. Mhm. Wallach Casador, genannt Kasi, soll gebändigt werden. Und zwar von einer Spielerin der Damenmannschaft Hoffenheim. Der muss stehen bleiben jetzt. Du musst was tun, dass er stehen bleibt, Sabine. Jawohl. Okay, jetzt kannst du auf ihn zu. Pferdecoach Isabel Barnik leitet die Übung. Nicht rückwärts, geh geradeaus zu ihm zu. Okay, ja, ist okay. Geh vorwärts, guck, geh, komm. Der wäre gekommen, wenn du... Komm, weiter, hey. So, jetzt, der soll sich nicht wälzen. Komm, weiter. Und ich, jawohl! Wo ist der Reifen? Weiter! Jawohl! Klasse! So, ich hab doch gesagt, dass du das schaffst! Weiter! Komm! Stürmerin Sabine Stoller gibt alles, um den Andalusier auf Trab zu bringen. Nimm den Reifen! Klasse! Weiter, Achtung! Ja, komm! Gegen die Wand gefahren! So, komm, aktivier dich wieder! Das ist babyleicht. Wenn du dir sagst, dass das anstrengend ist. Köln ist nicht anstrengend. Ist ein Kinderspiel. Aber da müsst ihr was tun. Komm. Der will sich noch. Ja.
Weiter, 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 weiter. Jawohl, so. Alle Achtung, da gehört aber ganz schön Mut zu. Weiter, weiter, weiter. Isabel weiß, wie man den Spanier auf die Spur bringt. Alles, 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 alles. So. Und jetzt? Sabine hat schon ihre Vorgänger gesehen. Jetzt will sie selber ran. Jawohl. Dafür geht sie an ihre Grenzen. Okay, bleib stehen, weil sonst gewinnt er. Okay, klasse. Na, wie war's da drin? Zu anstrengend. Also definitiv also, war das... Ich hab gedacht, egal wie sehr ich mich jetzt zum Affen mache, der legt sich jetzt nicht hin. Das war echt gut. Ja. War, das Gefühl war geil, als er sich bewegt hat, aber es ist natürlich, wenn er dann da nicht mitgeht, ein bisschen... Das Thema hier von dem Pferd ist nicht Leitstute, sondern wie viel kann ich wirklich geben? Wie entschlossen bin ich, was zu tun? Das war, was du jetzt trainiert hast. Im Grunde hast du dir das sehr schwer getan mit dem Reifen, aber nachher hast du es gesehen und umgesetzt. Ne? So, und du siehst sogar, ich habe unheimlich, muss ich mich sehr aktivieren, um ihn zu bewegen. Und das habt ihr gesehen. Ne? Sie konnte das genauso gut wie ich. Und das ist im Grunde das Wichtigste. Sabine hat wirklich alles gegeben. Wenn die Mädels diese Power mit zum Aufstiegsspiel nach Köln nehmen, haben sie alle Chancen. Heute geht es um alles für die TSG Hoffenheim. Denn heute wird beim Aufstiegsspiel gegen den 1. FC Köln entschieden, wer in die erste Liga der Frauen aufsteigt. Die Frauen aus Hoffenheim haben sich mit ungewöhnlichen Mitteln auf dieses entscheidende Spiel vorbereitet. Beim Pferdecoaching mit Isabel Barnek haben sie ihre Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Vor allem die sehr selbstbewusste Mannschaftskapitänin Susanne Hartl kam an ihre Grenzen, als sie den Araberschimmel Chiara bändigen sollte. Ihre Taktik ging nicht auf. Pferdecoach Isabel sitzt mit auf der Tribüne. Und dann ein Tor für die gegnerische Mannschaft. Nach der ersten Halbzeit liegt Hoffenheim gegen Köln 1:2 zurück. Jetzt haben die Stress, ne? Weil die sind jetzt geführt. Das ist die Situation, dass sie ein Training machen. Und dann müssen sie sich hochpuffen mit dem entweder Mannschaftsanker oder mit sich und sagen, wir schaffen das. So, und das ist jetzt, die wissen genau auch, wie sie reagieren, wenn sowas ist. Und dann müssen sie nur einfach dagegen arbeiten und sagen, okay, ich kann das, weil sie können spielen, das sieht man. Nur wie ist das, wenn sie den Stress haben? Das ist im Grunde der Unterschied, den man da macht. Können die Hoffenheimer Frauen das Ruder noch rumreißen? 1:2. Der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln. Es geht um alles. Stand 2:1 für Köln. Die Hoffenheimer Damen haben beim Pferdecoaching mit Isabel Barnek gelernt, alles zu geben, ihre Stärken zu erkennen und zu kämpfen. Das Coaching sollte sie mental auf die Herausforderung vorbereiten. So, jetzt mach dich wach. Jawohl. Lass die Sau raus. Ich werde immer schlimmer. Bleib hinter ihr. Ja. War gut rein. Komm, komm, komm. Nicht aufgeben. Ausdauer, Beharrlichkeit. Das ist genau, was jetzt fehlt. Können die Spielerinnen auf dem Fußballfeld umsetzen, was sie bei Isabel gelernt haben? Tatsächlich. In der 63. Minute wendet die TSG Hoffenheim das Blatt. Ausgleich zum 2:2. Ein Unentschieden reicht für den Aufstieg. Isabel Barnek jubelt mit. Wir haben viel darüber geredet noch danach, dass es einfach wichtig ist, vor allen Dingen jetzt eben, wie wir eben gesehen haben mit den Pferden, dass die nicht immer so wollen, wie wir es wollen. Speziell auch bei mir und mit meiner Person. Und dass man einfach dann andere Wege einschlagen muss. Und ja, hat man, finde ich, heute auch gesehen, dass wir nicht mit Biegen und Brechen dann da durchwolben, sondern wir haben geguckt, dass wir die Ruhe bewahren. Wir haben geguckt, dass wir einfach
ja, als Team agieren und uns wieder stellen. Und ich denke, das war einfach, hat einfach zu dem Tag gepasst. Und, wenn wir, und ich finde einfach, dass es uns als Team nochmal sehr zusammengebracht hat. Den Pferden sei Dank, Hoffenheim steigt auf.